Liebe Leute, seid gegrüßt und recht herzlich willkommen zu Nachfeierabend Nummer. Ich muss es einblenden, keine Ahnung, denn ich bin sowas von tiefen erfreut und weggeflasht, denn ich komme gerade direkt von der Zugspitzbesteigung. Leute, war das eine satte Nummer gewesen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der Gletscher war meine persönliche Nahtoderfahrung. Ich habe da auch einige Wunden davon getragen, weil ich mich am Gletschereis gekratzt habe, hier am Bein auch noch. Leute, einfach unfassbar. Das Höllental, diese Höllentalklamm, das war ein gelebtes Abenteuer. Das war wie ein Traum. So etwas habe ich noch nicht gesehen. Wirklich unbeschreiblich schön. Turnschuhe wurde ich ja auch immer sehr, sehr oft für kritisiert. Alles wunderbar geklappt, überhaupt kein Problem. Ich bleibe dabei. Wenn ich alles in Turnschuhen mache, warum soll ich da auf einmal andere Schuhe anziehen? Das bleibt auch dabei. Es hat alles wunderbar funktioniert. Aber die Steigeisen, die mussten sein. Ohne die hätte ich den Gletscher nie im Leben geschafft. Ich hatte mich auch verlaufen gehabt und war dann froh, auf ein Pärchen getroffen zu sein, die wussten, was sie taten. Und da habe ich mich dann so ein bisschen dran gehangen, bin dem Weg hinterhergelaufen bis zur Randkluft. Leute, das war auch ein Erlebnis. Im Sommer ist es ja so, wenn der Gletscher sich so ein bisschen zurückzieht, dann taut der ab und dann entfernt er sich auch vom Fels. Und da hast du dann eine Kluft von 10 oder 12 Metern Tiefe, einen Meter breit. Und da musstest du drüber, um dann in den Klettersteig reinzukommen, senkrecht nach oben. Da hing so ein Stahlseil runter, damit konntest du dich rüberziehen. Musstest einen riesigen großen Schritt machen, richtig beherzt. Ne? Das war schon da, also mein lieber Mann, das war wirklich die Schlüsselstelle. Da ging es senkrecht hoch an Stahlseilen. Es waren nicht komplett Haken da. Da musstest du dich auch mit Handkraft ziehen. Das wärst du da nicht hochgekommen. Und da war ein Kollege dabei, der fing da an, fast panisch zu werden. Der war schon am Zittern, hatte Angst, konnte nicht weiter. Und so was kannst du da, wenn du zu dritt übereinander hängst, überhaupt nicht gebrauchen. Ne? Also da, oh Leute, ich bin so geflasht davon. Richtig geil. So, es ist jetzt so, ihr habt da wahrscheinlich gesehen, schon im letzten Video, dass ich hier ziemlich viel Gelumpe noch im Auto hatte, was sonst gar nicht mit dabei ist. Das ist alles Equipment für die Arbeit, denn wir starten jetzt von hier aus, von Hammersbach, direkt auf die nächste Nachfeierabendtour. Das war so geplant, weil auf dem Rückweg komme ich durch Bayern durch und da werde ich noch einige Einsatzstellen abklappern. Bin mal wieder handwerklich unterwegs. Jetzt die letzte Woche nach Teneriffa habe ich nur im Homeoffice oder richtigen Office verbracht. Ziemlich ätzend. Deswegen bin ich froh, jetzt mal wieder was mit den Händen machen zu können. Ja, dann nehme ich euch natürlich sehr gerne mit. Ich versuche jetzt gerade noch ein Hotel zu buchen. Wir müssen nach Neustadt an der Donau. Das ist überhalb von Bayern. Das heißt, wir müssen etwa 300 Kilometer jetzt wieder rumfahren Richtung Norden. Internet ist eine Katastrophe hier. Ich kriege kein Hotel gebucht. Ja, das ist natürlich Mist. Ohne Bleibe braucht man den Weg gar nicht anzutreten. Ich probiere es nochmal. Was war das? Neustadt? Null. Schreckt mir Hamburg vor und kringelt und kringelt und kringelt. Ah, jetzt scheint es zu laufen. Genau. Sehr schön, ist immer im Lauf. Dann buchen wir hier jetzt ein Hotel. Wenn wir so 2,5 Stunden Anfahrt wahrscheinlich haben. Was bis dahin passiert, weiß ich nicht. Wie immer auf dieser Nachfeierabendtour. Ach Leute, ich kann es nur nochmal sagen. Es war so schön. Zugspitze, das ist ein absolutes Mega-Highlight. Und auch wenn das gerade mal die Hälfte der Höhenmeter vom Teide waren, war das mindestens doppelt so anstrengend. Das ist so brachial steil. Ich hatte eben richtig Krämpfe im Arm, hier im rechten Arm gehabt, von diesem ständigen Greifen und Ziehen an den Seilen. Ne? Alter, wunderschön. Ein absolutes Erlebnis. Also ich weiß ja vom letzten Jahr, Rheintal, kein Thema, da kommt jeder hoch, solange er zwei gesunde Beine hat. Aber durchs Höllental, nachher dann da diesen Höllental ferner oder wie heißt das, diese Steilpassage und der Gletscher, das ist wirklich eine andere Nummer. Da sind wir, bevor die Randkluft kam, war noch eine Gletscherspalte da gewesen, wo ich dann den beiden Geübten hinterher bin. Da guckst du dann auch 5-6 Meter in die Tiefe, die läuft keilförmig zu. Leute, wenn du da reinfällst, hast du verloren. Da muss der Hubschrauber kommen, das ist kein Scherz. Und da muss sich erstmal einer finden, da musst du hoffen, dass einer vorbeikommt. Also es ist wirklich nicht ohne und auch wirklich nicht für jeden was übers Höllental. Weil das Internet ist hier so was von langsam. Ne? 14. Abreise, 15. Jetzt zeige ich dir mal immer noch Hamburg, ich kriege die Krise hier. Ja, das kann noch ein bisschen dauern. Ich werde hier versuchen, mit 3G-Internet hier was zu buchen. Und dann sehen wir uns später irgendwann wieder.
So, damit sind wir nach 90 Kilometern schon in München angekommen. Also ich finde München auch eine sehr interessante Stadt. Wann waren wir mal hier gewesen? Nach Feierabend, ich weiß es nicht wann, wo wir da auf der Theresienwiese waren, wo die Münchner hier Oktoberfest ist. Das ist ja ein Riesending, obwohl es ja gar keine Wiese ist, sondern ein Schotterplatz. Wer gibt so ein Ding den Namen Wiese? Ich verstehe es nicht. Ja, auch Millionenstadt, eine von 4 Millionen Städte. Was haben wir denn? München, Berlin, Hamburg und Köln. Das ist die kleinste Millionenstadt. Aber auch nur, weil Porz dazugekommen ist. Sonst wäre Köln auch nur so wie Düsseldorf. Ne? So, was haben wir hier? Westparkzentrum. Ja, interessant auch. Wir fahren jetzt genau durch München durch. Da führt, das ist die B2 hier, meint. Nee, doch, die B2. Gelbe 2. Trappentreu-Tunnel. Was? Leute, keine Ahnung. Ja, viele Tunnels auch schon durchfahren hier. Und ich erinnere mich an letztes Jahr. Das war aber nicht Theresienwiese, sondern ich bin nochmal durch München gefahren auf einer Feierabendtour. Da hatte ich, meine ich, nicht gefilmt. Das war so um die Weihnachtszeit rum. Oh Leute, das war so richtig. Ich saß in meiner Kapsel drin, es war eiskalt draußen. Ich habe schöne Musik gehört und bin durch München gefahren. Abends. 20, 21 Uhr rum. Es war wunderschön. Das war auch so, was mir in Erinnerung geblieben ist. War nichts Spezielles, aber es war einfach ein tolles Erlebnis, einfach so durch diese Stadt durchzufahren, die Lichter anzugucken, im Auto zu sitzen, sicher vor der Kälte. Fand ich schön. Da gibt es so ganz kleine, banale Dinge, die einem immer wieder in Erinnerung bleiben. Ja. Edeka-Markt. Ja, einkaufen müssen wir auch noch für heute Abend. Ne? Wir haben schon 19.10 Uhr jetzt. Müssen wir mal gucken. So, ihr Lieben, und damit herzlich willkommen um 20.22 Uhr nach 181 Kilometern. Ich habe eben von 300, glaube ich, erzählt. Kann das sein? Also es waren nur knapp 200, also 181. Herzlich willkommen im Gasthof Giegel in Neustadt an der Donau. Aber die Autofahrt, die hat jetzt schon nochmal so reingehauen. Ich bin jetzt so richtig gesund und angenehm ermattet. Das fühlt sich richtig klasse an. Ich habe gerade an der Rezeption auch einen Apfel bekommen. Konnte ich nicht nein sagen. Apfel erstmal gleich. Und ja, wie ihr seht hier, schönes kleines Zimmer. Was haben wir hier? Medium. Ah, Leute, Medium. Das muss doch voll sprudeln. Das schmeckt doch jetzt nicht. Also richtig pervers schmeckt ja Gerolsteiner Medium aus der PET-Flasche. Das kann man sich ja echt nur noch übergeben. Ne? So. Was hier jetzt? Oh, alles digital. Die Nasszelle. Sehr neues, frisches Hotel. Hier werde ich gleich erstmal duschen. Boah, komplett zugesalzt. Auch so einen leichten Sonnenbrand. Ne? Zum Friseur muss ich auch mal wieder. Ah, schlimm. Man kürzt so nichts. Man kürzt so nichts. Ja, so sieht das aus hier. Ich werde jetzt meine Klamotten hochholen und dann sehen wir uns gleich frisch geduscht wieder. Damit herzlich willkommen zurück um 22.43 Uhr. Ich habe geduscht und mir die Käppi aufgesetzt, weil meine Frisur einfach scheußlich aussieht. Ja, ich bin richtig kaputt jetzt. Ich bin eben auch schon so ein bisschen weggedöst, aber dann dachte ich, nein, die Zeit kannst du ein bisschen nutzen für hier Videoschnitt voranzutreiben, schon mal zumindest die Dateien zu importieren. Und so importiere ich hier gerade schon mal die Dateien vom, wo waren wir hier? Zugspitze. Ach Leute, ich bin schon so im Arsch. Ja, parallel dazu bereite ich hier gerade noch ein Thumbnail vor für das aktuelle bzw. nächste Premium-Video. Und hier könnten wir uns vielleicht gerade mal ein paar Fotos anschauen, die ich auf dem Höllental-Trip heute gemacht habe. Das ist hier relativ zu Beginn im Höllental. Also davor auch mit diesem ganz mintfarbenem Wasser. Das war schon ein richtig genialer Einstieg da von dem Parkplatz P2. Dann war hier im Höllental selber. Das habe ich auch den Dominik schon geschickt. Grüße gehen raus, mein Lieber. Da war es so nass. Ich war plätternass, als ich da rauskam, weil es da überall von den Wänden regnet und das aufgewirbelte Wasser von den Wasserfällen da rumspritzt. Aber es war wirklich magisch da drin gewesen. Dann war hier. Da waren immer so verschiedene Tunnel, da konnte man dann auch durchgucken. Hier hinter lief dann das Wasser her und hier war man eben in diesem Kanal drin, in diesem Steintunnel. Oh, waren wir schon weiter oben, genau. Nein, das ist nicht die Zuchtspitze, das ist irgendwas anderes auf dem Weg zum Gipfel. Ja, den Helm habe ich auch relativ spät erst angezogen, aber als es so richtig steil wurde, dachte ich, oh,
wenn da so ein Stein angeflogen kommt, das ist vielleicht keine ganz schlechte Idee, sich mal so einen Helm anzuziehen. Ne? Genau. Ja, und hier, oh, hier ist noch ein Mikrofon. Ich habe nämlich mein externes Funkmikrofon verloren. Das liegt jetzt irgendwo auf dem Gletscher, vermute ich. Der hat jetzt schon weggepackt, weil ich da wirklich beide Hände frei brauchte. Da habe ich hier den Selfie-Stick schon in den Rucksack reingesteckt. Kamera oben in das Deckelfach. Und da auf jeden Fall auch hier die Spikes an den Schuhen gehabt. Leute, das musste sein. Keine Chance, uns da hochzukommen. Ne? Ja, hier auch die Schnittverletzung von meinem falschen Abbiegen, als ich da so eine kleine Gletscherspalte hochklettern wollte. Ich habe dann versucht, mir mit einem Stein da so ein paar Löcher reinzuhauen, weil ich habe einfach den Weg nicht gefunden. Leute, ich war da richtig aufgeschmissen. Also das war echt kein Spaß gewesen. Ne? Und da war ich dann auf dem richtigen Pfad. Ja, genau, hier kann man die Trittspuren von den anderen Teilnehmern sehen. Und ich bin da halt so einem professionellen Bergführer hinterher, der so einen Neuling mit dabei hatte. Es hat sehr gut funktioniert. Ohne den wäre das ganz anders abgelaufen. Ja, da war auch nochmal eine ziemlich krasse Nummer hier. Das, oh ja, hier sieht man es genau. Das ist die Randkluft hier unten. Hier seht ihr, das ist die Randkluft, da wo der Gletscher sich eben im Frühjahr vom Fels ablöst, weil es schmilzt, so habe ich das verstanden. Da bildet sich hier so eine Kluft, die war etwa einen Meter breit und gute 10 Meter tief. So, und danach geht es dann sofort hier in die Senkrechte rein, an diesen Bügeln, die kann man hier jetzt nicht sehen. Da seht ihr unten noch die Mädelstruppe da, die da war. Die sind immer dann hinter mir direkt. Hier sind diese Bügel, da kann man es erkennen. An diesen kleinen Bügeln hat man sich dann da hochgezogen. Leute, das war eine so satte Nummer gewesen. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Wahnsinn, sowas Belebendes. Einfach unbezahlbar. Ja, was haben wir hier noch? Ah ja, das Ding hier, weil ich auch auf Instagram gepostet hatte, ganz genau. Ja, das ist hier so gerade Stand der Dinge. Und ja, doch meine Stimme so ein bisschen heiser, Leute. Ich bin einfach nur Fritte, aber ich fühle mich großartig. Also werde ich jetzt auch hier Rechner sein lassen. Lasse gerade noch die letzten Dateien rüber kopieren. Dann ist hier Feierabend. Und würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei Nach Feierabend. So, und damit herzlich willkommen zurück. Die Arbeit ist erledigt. Kurz nach 15 Uhr haben wir es. Morgen werden wir hier weiterarbeiten. Deswegen habe ich das Zimmer jetzt noch eine Nacht länger gebucht. Und es war den ganzen Tag strahlender Sonnenschein gewesen. Und jetzt geht da hinten gleich die Welt runter. Es ist ziemlich windig. Ich habe keinen Mikrofonschutz dabei. Externe Mikro haben wir auf der Zugspitze verschlammt. Ah, Leute, es ist immer jetzt, ne? Ja gut, auf jeden Fall haben wir auch heute hier in Bayern Feiertag. Das heißt, es sind keine Supermärkte offen, aber ich habe eine Avia-Tankstelle gefunden und die steuern wir jetzt mal an. Was ein Driss. Unser Weg führt uns genau in Richtung dieser Unwetterzelle. Ihr könnt das vielleicht erkennen, hinter mir relativ in Ordnung und zur anderen Seite hin ziemlich düster und finster. Es hat auch schon angefangen zu regnen. Ja, hält sich noch in Grenzen, aber es ist so stark, dass ich derzeit erkennen muss, gerade weiterzugehen und so hier unter dem Baum hier ein bisschen Schutz gesucht habe. Ja. Sollte ein Gewitter kommen, sollte man sich das natürlich überlegen, aber so ist, denke ich, glaube ich, gerade nicht mit Blitzschlag zu rechnen. Und wenn sich das hier abgeregnet hat, dann gehen wir auch weiter. Dann herzlich willkommen an der Avia-Tankstelle in Bad Gögging. Haben uns jetzt ein Eis gegönnt, ein paar Getränke gekauft für heute Abend noch. Ja, und jetzt, glaube ich, gehen wir mal an die Donau. Leute, guck mal hier, das ist mir gestern schon aufgefallen, diese riesigen Plantagen, an denen so hochrankende Gewächse dran sind. Das ist Hopfen. Ich glaube, es ist Hopfen. Ich meine, wir sind hier in Bayern. Wenn hier nicht Bier getrunken wird, wo dann sonst? Ich glaube aber, Hopfen wird nicht nur zum Bierbrauen verwendet, sondern auch für medizinische Zwecke. Bin mir noch nicht ganz sicher. Hier sehen aus wie so kleine grüne Tannenzapfen. Riechen nach nichts. Vielleicht sind die noch nicht reif. Ich habe keine Ahnung. Weil ich meine, Hopfen hat so ein bisschen Ähnlichkeit vom Geruch her wie Cannabis. Kann mich da aber auch täuschen. Ich habe von Botanik so überhaupt gar keine Ahnung. Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall sehr, sehr viele Plantagen gibt es hier davon. Ihr seht, wie sich das hier hochrankt. Und so Drähte gespannt. Und da wächst das dann hoch. Geil.
Und damit herzlich willkommen an der Donau. Das ist der Fluss, der in Neustadt an der Donau langfließt. Da sind wir auch schon gewesen in Deggendorf. Da fließt das Ding nämlich auch lang. Muss ich gerade googeln. Das ist der zweitgrößte Fluss Europas nach der Wolga. Hat eine Gesamtlänge von etwa 6800 Kilometer. Nein, 2800 Kilometer und führt eine mittlere Wassermenge von 6800 Kubikmetern pro Sekunde. Ganz schön viel. Wenn man sich diese Strömung hier anschaut, kann man vielleicht sehen, so im Hintergrund, wie da vorbeifließt. Ganz schön schnell, will ich mal sagen. Ja, und offensichtlich ist das Ding hier irgendwie nicht schiffbar. Warum auch immer. Ja, wahrscheinlich, weil Frachtschiffe vielleicht zu langsam sind bei der Geschwindigkeit. Ich weiß es gar nicht. Bei uns auf dem Rhein in Köln ist die Strömung nicht annähernd so schnell. Und wenn die Schiffe da stromaufwärts fahren, dann kannst du zum Teil nebenher gehen zu Fuß und bist schneller. Ne? Vielleicht ist das einfach zu schnell. Ich weiß es nicht. Gut, so sieht das hier aus. Ist auch ein bisschen niedriger das Wasser hier. Die ganzen Kiesel hier, Kieselsteine, sind alle so eingematscht. Das heißt, das Wasser steht normalerweise höher. Gut, bei den etwas wärmeren Temperaturen vielleicht kein Wunder. Ja, Leute, mehr gibt es hier, glaube ich, nicht zu entdecken. Gehen wir mal weiter. So, damit herzlich willkommen zurück um kurz vor 17 Uhr nach etwa 10 Kilometern hier in Neustadt an der Donau. Ja, jetzt ist der Plan, zurück ins Zimmer. Wir können die Zeit wirklich nutzen jetzt, um Video zu schneiden. Da hat sich nämlich einiges an Material angesammelt jetzt und die Zeit brauche ich auch. Oh, aber vorher, glaube ich, gehen wir nochmal hier in die Dorfkirche rein von Donau. Von Neustadt an der Donau. Gucken wir, ob die auf hat. Und damit herzlich willkommen zurück in meiner bescheidenen Dependance. Wir nutzen jetzt hier die Zeit eben noch, um weiter Video zu schneiden. Und die Kirche hat er glücklicherweise noch aufgehabt, konnte mal einen kurzen Blick reinwerfen. Ich habe mich da auch mal hingesetzt, das Ganze so auf mich wirken lassen. Und dann kam kurze Zeit später eine junge Frau rein, die zündete eine Kerze an und setzte sich dann hin, beziehungsweise kniete sich hin auf diese Bänke da und fing an zu beten. Das fand ich sehr bemerkenswert und auch schon fast schon bewegend, weil ich das so faszinierend fand, dass dieser Frau das Beten anscheinend Kraft gibt. Ne? Für was sie gebetet hat, weiß ich nicht, für einen kranken Familienangehörigen, ne? Man kann ja für alles beten. Und ich finde es erstaunlich, dass in der heutigen Zeit solch jungen Menschen der Glaube an Gott und gerade in Verbindung mit dieser katholischen Kirche und sowas noch Kraft und Halt gibt. Also ich finde das sehr schön, dass es das gibt, aber gerade hier so im ländlicheren Raum ist das immer noch sehr wichtiger Zusammenhalt und wichtiger Faktor auch in diesen Dorfgemeinschaften. Finde ich im Grunde überhaupt nicht verkehrt, weil wenn man gemeinsam an irgendetwas glaubt, dann stärkt das auch die Gemeinschaft. Und ja, wenn man zusammen an etwas glaubt, also der Glaube versetzt ja bekanntlich Berge und dass dadurch unterbewusst oder vielleicht auch auf anderen physikalischen Ebenen da Dinge in Gang gesetzt werden, die wir mit der normalen Wissenschaft noch gar nicht beschreiben oder erfassen können, halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Ne? Aber dass es da dieses Bild von Gott gibt, wie die katholische Kirche es sagt, mit dem Vater im Himmel und sowas, das halte ich persönlich für Folklore. Ja? Aber dass es irgendetwas gibt, was Dinge positiv beeinflussen kann, ohne dass es wissenschaftlich beschrieben werden kann, glaube ich schon. Und wenn es nur noch bisher unbekannte Quanteneffekte sind oder sowas. Ne? Also ich meine immer, dass ich nicht gläubig bin, aber hin und wieder in manchen Situationen denke ich mir doch so, oh, das Karma wird es schon richten. Ja, und ob man jetzt an das Karma glaubt oder an den lieben Gott oder an Allah oder Buddha, weiß ich was, ist im Grunde, glaube ich, egal. Ja? Ja, da driftet man ruckzuck ab in die Philosophie und Theologie ja auch, ne? Sehr spannendes Thema, aber es wird natürlich hier den Rahmen jetzt sprengen. So, auf jeden Fall werden wir jetzt hier noch weiter Video schneiden und ja Leute, ich bin immer noch so in diesem Zugspitzenmodus drin, das war auch was gestern, das hat mir so positiven Auftrieb und Energie gegeben, ne? Das erfüllt mich immer noch so richtig von Zufriedenheit und dem Gefühl, etwas Großartiges geleistet und geschafft zu haben. Und so kam ich auch zu dem Entschluss, dass ich nächstes Jahr versuchen werde, über den Jubiläumsgrat aufzusteigen. Gut, so viel dazu. Jetzt geht es weiter mit dem Videoschnitt und wir sehen uns gleich, ja, wahrscheinlich zum Essen wieder. Da muss ich mir noch Gedanken machen, denn wir haben, wie gesagt, Feiertag heute hier. Ich habe hier nur eine offene Pizzeria gefunden, da habe ich aber keinen Bock drauf. Der nächste McDonald's ist 15 Minuten Autofahrt entfernt, habe ich auch keinen Bock drauf. Müssen wir uns mal überlegen. Also bis später.
Ja, und damit herzlich willkommen zurück um 20.44 Uhr bei ziemlich miesem Dreckswetter. Ich hatte erst vorgehabt, hier mein Travel Lunch draußen irgendwo zu essen, vielleicht an der Donau sogar. Aber jetzt fing es an zu regnen mit Gewitter und ja, da gehst du nicht mehr raus. Ne? Gibt hier wieder Nudeln mit Rindfleisch, glaube ich. Und aus dem Automaten haben wir gerade gesehen, hier so ein Wonder Bar. So, Erdnussriegel, obwohl ich Erdnuss eigentlich gar nicht mag, aber die Dinger mag ich sehr, komischerweise. Die haben einen richtig schönen Biss, so knusprig und dann schön zäh, so Plombenzieher-mäßig. Schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Und so wird hier heute nichts mehr weiter passieren als die Verspeisung dieses Essens. Da gehen wir noch duschen und dann geht morgen wieder an die Arbeit. Und dann sehen wir uns wieder nach Feierabend. So, damit herzlich willkommen in irgendwas an der Isar. Ich habe da eben schon von der Landstraße aus gesehen, dass da ein Kernkraftwerk steht. Glücklicherweise vom Netz genommen. Das ist, ich fühle mich unglaublich sicher jetzt. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier auf dem Weg Richtung Regen. Da müssen wir, glaube ich, auch über den Bayerischen Wald wieder fahren. Da sind es noch, ich glaube, so 100 Kilometer oder sowas. Noch eine Stunde Fahrt etwa. Und das tanke mal gerade. Bisschen Super 95, da musst du mittlerweile auch so aufpassen, was du hier greifst. Ne? Da hast du Super 95, wobei Aral dann auch diese Ultimate-Kraftstoffe, Super 95 E10, also dann den Diesel daneben noch, gut, das kann man auseinanderhalten, aber lass dich schnell mal vergriffen und tankst diesen Turbo-Kraftstoff für 2,20 Euro oder was. Uhr, herzlich willkommen im Tagungshotel, was war das? Aberland Hotel. Hier steht es nur Hotel. Irgendwo anders habe ich Tagungsstätte gelesen. Erinnert so ein bisschen an Stromberg. Immer wenn ich Tagung höre, denke ich an Stromberg, den Kinofilm, wo die auch alle auf diese Tagung nach Botzenburg fahren, ganz genau. Ja, schönes Einzelzimmer, gerade gebucht. Alles bezogen. Koffer ist da. Guck, was wir hier haben. Irgendwer was Süßes vergessen, aber nein, das ist ein Schuhschein-Sponge. Ein Schuhglanzschwamm. Ziemlich weich. Ob ich damit die Caldera 6 aufpolieren kann, wage ich zu bezweifeln. So, dann gucken wir hier mal rein. Badezimmer. Was ist das denn hier? Was ist das denn? Ach, das ist für die Tür, mit die Klinke da nicht gegenhaut. Ich denke, das ist ein Drehknopf. Das sieht aus wie so ein Herd. Erdtemperatur bei dem. Oh, ganz, ganz ekliges kaltweiß LED-Licht. Ziemlich unangenehm in den Augen. Aber ist es sauber? Da auch. Warten wir mal mehr. Ja, liebe Leute, jetzt machen wir hier, wie gehabt, ein bisschen Papierkram. Und dann machen wir regenunsicher. Jetzt guckt euch bitte mal diese traumhaften Internetwerte hier an. Also für ein Hotel ist das schon eine richtig große Nummer. Vor allen Dingen der Upload, der überrascht richtig hier. Und so kann ich dann hier auf jeden Fall schon mal das nächste Video hochladen. Geile Sache. Ja, da bin ich jetzt schon, ich glaube, das dritte oder vierte Mal in Regen arbeiten. Nee, dritte Mal. Und jedes Mal habe ich mir gedacht, welch ein schöner Ort. Bin aber immer nur durchgefahren und dann direkt weitergefahren. Heute hat es sich eben mal ergeben, dass ich hier auch nächtigen werde, um morgen früh eben auch hier weiterzuarbeiten. Ja, jetzt sind wir gerade noch an der Kirche. Und ja, hier so ein paar Figuren auch von der Kirche. Drin waren wir ja auch gerade. Hier gegenüber haben wir die Stadtbücherei. Dann gehen wir lang. Ah, Leute, toll. Und ich glaube, hier fließt auch die Donau lang. Also irgendeinen Fluss haben wir eben überquert. Vielleicht auch nicht, muss ich mich gleich mal genauer erkundigen. Aber was könnte das denn sonst sein? Wir sind an Deggendorf vorbei, da fließt ja die Donau. Das wird die Donau sein. Ja, da hören wir schon die Glocken. Das ist ein Zeichen. Das muss die Donau sein. So, damit herzlich willkommen an der Donau. Ich habe da eben ein Schild gesehen, da stand schwarzer Regen drauf. Ich halte das entweder für einen Schreibfehler oder eine besondere Schreibweise des Eigennamens Donau. Ne? Da fließt sie. Ja, da sind wir jetzt ein ganzes Stück hier am Flusswanderweg entlang gegangen. Und jetzt, wo der hier zu Ende ist, ist hier auch so eine kleine Staustufe. Umzäunt. Schade, kann man so nicht rein. Aber Schifffahrt findet hier auch nicht statt.
Aber ich denke, dadurch, dass es ziemlich oft gestaut ist, ist die Fließgeschwindigkeit auch sehr langsam. Oh, da hinten ein Storch, guck mal. Toll hier. Richtig kleines Naturidyll. Und ich merkte, dass da vor der Staustufe ist das Wasser jetzt ziemlich turbulenzarm und sowas. Und hier kann man mal sehen, dass die Wände da irgendwie undicht sind. Da geht Wasser raus. Ja, oder muss so sein, keine Ahnung. Ja, sieht auf jeden Fall toll aus, das Ding hier. Also, es geht ja nichts über die Supermarktkette meines Vertrauens. Da kriegst du immer alles. Aber hier in Bayern mit ihren 20 Uhr Öffnungszeiten, das ist ja auch völlig weltfremd. Ne? Wenn du zu spät anreist, guckst du in die Röhre. Da kannst du Glück haben, dass noch eine Tankstelle auf hat. Aber ansonsten jedet nichts wie. Ja, und kennt ihr das? So an der Kasse stehen und dann hinter euch steht einer, der einfach keinen Abstand hält. Der aufschließt und euch quasi in den Nacken atmet. Leute, das kann ich schon vor Corona nicht leiden, auch nach Corona und während schon mal gar nicht. Und oh, wenn dann so, dann gehe ich mal absichtlich einen Schritt zurück und tue so, als ob ich mich bewege, um dem irgendwie mir ein bisschen Platz zu schaffen. Das interessiert die überhaupt nicht. Die stehen dir weiter im Nacken, als ob nichts wäre. Ne? Ich weiß nicht, was das soll. Da ist hier noch Platz in dem Laden. Oh, kriege ich die Krätze oder sowas. Ne? Gut, wieder schön aufgeregt heute. Haben wir das auch erledigt. Ich brauche sowas. Ne? Auf jeden Fall ja, haben wir jetzt vielleicht gerade mal 5 Kilometer hinter uns gebracht. Es ist ziemlich schwüles Wetter, ziemlich unangenehm. Ich habe heute ja keine Lust, mich noch irgendwie zu bewegen. Deswegen gehen wir zurück ins Zimmer. Ich habe heute richtig Bock, irgendwie einfach irgendeinen schnöden Unfug im Fernsehen mehr anzuschauen. Also, Rückzug. Ja, sehr geil. Schon 44% hochgeladen. Jetzt müssen wir gleich nur noch das Thumbnail gestalten und dann kann das Rofan-Video auch schon in den Preview gehen. Donnerstagnachmittag, 13.54 Uhr. Herzlich willkommen zurück bei Nach Feierabend. Ja, gestern Abend im Hotel ist nicht mehr viel passiert, einfach nur noch ein bisschen Video geschnitten und dann einfach nur Hirn abgeschaltet, aufs Bett gelegt und Fernsehen geguckt, rumgesäppt, würde man ja sagen. Hat aber ganz gut getan. Ja, auf jeden Fall heute Morgen sind wir dann ziemlich zeitig schon wieder unterwegs gewesen, arbeiten im Regen, die sind jetzt abgeschlossen. Wir sind schon unterwegs zur nächsten Station nach irgendwo bei Regensburg. Wir sind schon hinter Deggendorf auf der 3 Richtung Regensburg. Da haben wir dann auch noch jetzt zu tun und dann hängt es davon ab, wie schnell wir da durchkommen. Denn, aber sag mal so, wir werden die Arbeiten heute dort abschließen. Und egal wie viel Uhr es dann ist, wir werden noch weiter bis nach Frankfurt fahren. Denn da haben wir morgen früh dann die nächste Arbeitsstelle. Und wenn das erledigt ist, können wir nach Hause fahren. Und wenn man so nach Hause fahren vor Augen hat, sind irgendwie Feierabendzeiten auch irrelevant, wenn man guckt, ob die Arbeit vernünftig zu Ende gemacht wird. Und wenn man dann noch, weiß ich, wie lange Auto fährt, ist dann auch wurscht. Solange, das ist so meine Deadline. Also alles, was bis 0 Uhr autotechnisch zu erreichen ist, mache ich noch. Aber wenn es dann nach 0 Uhr werden würde, also schon der nächste Tag anbrechen würde, da bin ich dann auch raus. Und dann muss man eben sich halt spontan unterwegs noch ein Hotel suchen. Das ist ja heutzutage dank Internet auch kein Problem. Das finde ich immer geil, ne? Dass man dadurch wirklich einen sehr großen Freiheitsgrad bekommen hat, wenn man unterwegs arbeitet. Dass man dann auch nicht vorher schon ganz genau gucken muss, wo ist mein Hotel und so weiter. Einfach Internet anmachen. Ich habe mittlerweile schon den Vorteil, dass ich einige Hotels schon kenne und gar nicht mehr über Booking buchen muss, sondern direkt da anrufe. Dann haben wir uns die Provision gespart und so weiter. Ja, so sieht das aus. Genau, jetzt haben wir noch, ich glaube, so 70, 80 Kilometer bis nach Regensburg. Dann sind wir da und nach der Arbeit sehen wir uns wieder. 15.45 Uhr, auf geht's nach Frankfurt am Main. 340 Kilometer, weiter geht's. So, jetzt stommen wir hier bei Jura. Irgendwie im Stau wegen einer Baustelle. Hier sind jetzt die Spuren durch diese provisorischen Steindinger da abgesperrt. Ich war die ganze Zeit auf der linken Spur, wir können jetzt fahren, aber auf der rechten Spur vermute ich, dass sich da ein Unfall ereignet hat. Und da ist natürlich nichts mit Ausweichen für die Leute. Und jetzt hat eben schon, da hatten einige den Rückwärtsgang reingelegt,
und wollten dann rückwärts fahren, um hier auf diese Spur noch reinzukommen, wo diese Steinabtrennungen noch nicht waren. Also das ist ja auch mal ein Riesenmist. Hier gehen sie schon zu Fuß, da kommen jetzt gar keine Autos mehr, einer rennt mit einem Benzinkanister rum. Leute, was ist da los? Spur ist jetzt komplett frei. Ah, der erste hat war... Ah, jetzt habe ich es gecheckt. Der gerade mit dem Benzinkanister lang kam, dem ist der Sprit ausgegangen. Hier vorne ist jetzt die Tankstelle, OMV. Vielleicht ein Kilometer war das jetzt. Ja, und deswegen alles blockiert. Hier läuft es weiter, rechts nicht. Leute, was ein Driss, ne? Ich glaube, das ist sogar Ordnungswidrigkeit, auf der Autobahn wegen Spritmangel liegen zu bleiben. Und wenn das dann noch in so einer Baustelle passiert, ist das natürlich richtig Mist. Habe ich auch nicht erlebt. Uhr, noch 112 zermürbende Kilometer liegen vor uns. Wir stehen jetzt schon das dritte Mal im Stau. Und vor allen Dingen diesen Stau hätten wir wahrscheinlich umfahren können, hätten wir das Internet angehabt. Hatten wir aber nicht und jetzt stauen wir mittendrin. Ja, etwa 30 Minuten länger jetzt noch. Ungefähre Ankunftszeit 20.15 Uhr. Ah, Leute. Also ich fahre ja sehr gerne und viel Auto mittlerweile, aber irgendwann ist auch mal gut. Und jetzt ist so ein Punkt erreicht, es reicht einfach. Vor allen Dingen eben war sehr schön gewesen mit diesem Unwetter. Leute, eine pechschwarze, regnende Wolkendecke über uns. Überall am Horizont war es am Blitzen. Das war richtig mystisch, apokalyptisch, geil. Und im Auto ist man ja weitestgehend sicher. Stichwort Faradayscher Käfig. Aber als das vorbei war, das Unwetter, da kam das Gefühl auf, so jetzt könnte man da sein. Das war so für mich das Highlight der Fahrt gewesen. Aber jetzt ne, haben wir noch immer noch einiges vor uns. Bisher noch keine Pause gemacht. Stichwort Terminatorblase, wofür? Beine vertreten können wir später in Frankfurt machen, wenn wir da sind. Hotel habe ich gebucht. Was war das? Frankfurt Messe? Irgend so eine Hotelkette wieder. Haben wir auch ein schönes Schnäppchen gemacht, ne, über Booking. Da bin ich auch auf Genius Level, keine Ahnung wie viel. Und da gibt es dann hin und wieder auch mal irgendwie werden die Punkte eingelöst oder so. Ich habe das nie genau verfolgt. Ich sehe immer nur, dass ich durch dieses Punktelevel da schon mal bis zu 20% spare oder sowas. Unterm Strich aber wahrscheinlich nicht, weil dann einfach nur die Provision für Booking runtergeht oder so. Hätte ich direkt beim Hotel gebucht. Aber das ist eben die Sache, ne? Wenn du nicht ortskundig bist, bis du da was gefunden hast. Über Google funktioniert das ja auch, klar. Aber bei Booking gibst du einen Ort ein, da spuckt er dir sofort aus, wo sind Hotels, wo ist was frei. Und das ist dann doch Bequemlichkeit, ne? Ja, ist halt so. Ja, da hat irgendeiner seinen Tankdeckel verloren. Ich war es nicht, auch wenn meiner auch weg ist. Ich habe bis seit einem halben Jahr fahre ich ohne Tankdeckel rum. Also die Klappe geht natürlich zu, aber dieser Schraubverschluss, der ist weg. Ja. Was soll man da machen? Neuen kaufen. Aber wann? Küsst jetzt so nix. So, und damit herzlich willkommen um Punkt 20 Uhr im Hotel Frankfurt Messe. Und guckt euch mal dieses geile Blau hier an. Das ist mir auch im Internet schon direkt ins Auge gefallen. Ich denke, da gehst du hin. Richtig geile Farbe. Mal gespannt, wie es heute Abend aussieht, wenn hier Licht angeht. Oh, müssen wir wahrscheinlich die Karte wieder hier irgendwie. Ja, ach genau. Hotelkarte, ja, in diesen Freischalter. Leute, geil. Einfaches Zimmer. Sieht sehr futuristisch aus. Hier können wir Tee kochen. Machen wir aber nicht. Badezimmer, Kostcheck. Zimmerkarte, gerade gesagt, ist mir noch nicht gemacht. So, gucken. Jetzt, wir sind im Lauf. Hier gibt es Licht. Oh, guck mal hier. Oh, sogar mit Badewanne. Ja, das ist, glaube ich, ein älteres Haus, was so ein bisschen aufpoliert wurde. Weil Badewanne wird man heute gar nicht mehr einbauen. Es sei denn, man baut irgend so mega ultra Luxus. Hotels, ne? Ja, sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Dann würde ich sagen, ein bisschen frisch machen und dann gehen wir mal gucken, was wir hier in Frankfurt in der kurzen Zeit noch erleben können. So, jetzt muss ich die ganze Zeit überlegen, wie die Gegend heißt, wo diese ganzen großen Wolkenkratzer stehen. Bankenviertel. Ja, kann man natürlich
schon von den meisten Stellen von Frankfurt aus sehen. Ziemlich groß und sehr markant. Auch von der Autobahn konnte man das schon sehen. Ja, wir sind doch vor anderthalb oder zwei Jahren schon mal auf einer Nachfeierabendtour hier gewesen. Wann war das denn? Da war so eine Tagestour, glaube ich. Da sind wir ja zur Konstablerwache. Das kannte ich ja aus den 90er Jahren von der Band Smash. Ne? Da kann man wohl 24 Stunden am Tag Hasch kaufen. Originalzitat aus einem Musikstück davon. Ja, werden wir heute nicht schaffen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Wir haben gleich schon 8:30. Es muss noch Papierkram gemacht werden. Also mehr als einmal hier durch das Bankenviertel zu gehen, ein paar Schwenks mit der Kamera zu machen, wird heute leider nicht drin sein. So, damit haben wir auch schon 4 Kilometer zurückgelegt. Herzlich willkommen im Herzen vom Frankfurter Bankenviertel. Kann das sein, dass das hier die Zentrale ist? Ich weiß es nicht. Ich meine, aber da gab es doch noch viel mehr. Ne? Irgendwie die Commerzbank-Gebäude habe ich gar nicht gefunden. Hier vorne ist das UBS-Gebäude. Da war Sparkasse. Was haben wir hier noch? Irgendwas anderes? Ja, da steht gar nichts drauf. Ja, auf jeden Fall sehr imposant, sehr interessant anzuschauen. Da kommt man sich richtig klein vor. Wahrscheinlich ist das in New York noch eine Nummer größer. Stefan, Grüße gehen raus. Ja, auf jeden Fall Grüße auch an den Gino. Vielleicht sehen wir uns mal auf dem nächsten Mammutmarsch mal wieder. Wer winkt denn da? Hallo? Nee, ich filme mich nur, alles gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich im Hotel wieder. Uhr, herzlich willkommen zurück nach 7,95 Kilometern durch Frankfurt am Main. Also Frankfurt finde ich auch eine richtig geniale Stadt. Ne, dieses Bankenviertel, das hat was richtig Pompöses, Nobles, aber auch Hektisches, muss ich sagen. Ne? Auch wenn wir jetzt hier von dem normalen Betrieb gar nichts mitbekommen haben. Aber solche Hochhausschluchten, da hat man immer irgendwelche hektischen Banker mit Krawatte vor Augen, die da rumwuseln, das nächste Geschäft abschließen und sowas. Trotzdem finde ich es richtig klasse hier. Ja, auf jeden Fall beim Rewe-Markt haben wir gerade noch hier eine Flasche Selters eingekauft. Ein reines Wasser muss durch einen tiefen Stein. Selters ist für mich tatsächlich eines der besten Sprudelwässer. Das muss aber aus der Glasflasche sein und nicht aus Plastik. Richtig so abgewöhnt hatten wir schon Gerold Steiner Medium aus PET. Leute, sowas Widerliches, das ist unfassbar. Aber Gerold Steiner Classic aus der Glasflasche feiere ich auch richtig gut. Ja, was haben wir heute gemacht? Leute, das war ein Tag gewesen. 450 Kilometer Auto sind wir gefahren. Seit 7 Uhr war ich nonstop bis jetzt am Rödeln gewesen. Auf der Arbeit richtig was weggepuckelt, eins nach dem anderen und es ist alles rund gelaufen. Das finde ich sowas von genial, ne? Wenn du da einen Haufen Arbeit vor dir hast und das nach und nach alles sauber abarbeitest und keine Zwischenfälle da sind. Ja, so muss das sein. Geht nicht immer so, aber wenn es so ist, ist die Freude umso größer. Und jetzt ist das erste Mal, dass ich wirklich sitze und mich ausruhe. Abgesehen von dem Autofahren, da sitzt du ja auch, kannst du ein bisschen zur Ruhe kommen, aber bist ja trotzdem konzentriert aufs Fahren und beschäftigt mit dem Verkehr und so weiter. Also jetzt das erste Mal, dass ich heute wirklich zur Ruhe komme. Dann würde ich sagen, dieser Tag ist abgehakt, morgen geht's weiter und dann sehen wir uns wieder nach Feierabend. 11.26 Uhr, herzlich willkommen zurück. Die Arbeit ist erledigt, jetzt geht's zurück nach Köln. Ja, 2 Stunden Autofahrt etwa von Frankfurt nach Köln ist so grober Richtwert, wenn du keinen Stau hast, das passt schon. Ja Leute, eine Woche war ich jetzt unterwegs gewesen, teils zum persönlichen Vergnügen, teils zum Arbeiten. Eine Woche nicht rasiert, ne? Das ist das erste, was ich zu Hause machen muss und dringend zum Friseur. Leute, ich werde wahnsinnig, ich sehe so schlimm aus. Moin, Samstag, können wir alles erledigen, schön das Auto aufräumen, Garage aufräumen, zum Friseur, rasieren und weiß ich, was noch alles so anliegt. Ne? Ja, damit bedanke ich mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Geht raus, bewegt euch, ihr wisst Bescheid, Madidiot und tschüss.